Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem neuen kleinen feinen Video. Heute gibt es das Update zu den Garnelen bzw. diese Mixprojekte, die ich angesetzt habe. Und ich bin euch ein kleines Update schuldig. Seid gespannt und viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Ja, ihr Lieben, fangen wir an mit unserem großen 60 Liter Cube, ein Daedalus Gaper's Tank. Und hier habe ich ja meine PRL aus meiner eigenen Zucht drinne. Und sag ich mal, die mittelmäßigen Blue Bowls gezielt auf den Blauanteil. Und das Becken hat extreme Eigenprobleme. Liegt wahrscheinlich an der zu starken Beleuchtung, die ich noch irgendwie einstellen muss. Aber das schadet den Tieren keineswegs. Und ich habe hier noch zwei oder drei rote Tigergarnelen in einem meiner Mischbecken gefunden, die eine sehr, sehr geile Farbe haben und sich hoffentlich mit den Tieren hier drin verpaaren. Das nächste Becken ist allen Zuschauern natürlich auch bekannt. Der ADA Cube mit den PRL K14 und K10, wo ich noch ein wenig selektieren werde. Dort habe ich jetzt sehr schöne Black Fancy Tigers hinzugetan. Und ich hoffe, dass die Tiere sich miteinander verpaaren und Gene weitergeben. Also ich muss sagen, mit einer der schönsten Stämme, die ich habe. Und wir werden mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ist auch super stabil, der kleine Cube. Ich muss sowieso sagen, die kleinsten Becken laufen bei mir am allerbesten. Womit das zu tun hat, kann ich euch nicht sagen. Weiter mit dem nächsten Tank, der direkt daneben steht, auch ein ADA Cube. Und zwar sind hier wunderbare Black Fancy Tiger auch drin, die alle schon tragend sind, die Muttis zumindest. Und ein sehr hochwertiger Stamm. Ja, Blue Bolt, Black Geschichten, also ich setze große Hoffnungen in die nächsten Nachzuchten. Ja, eines der weiteren Mixprojekte ist meine Blue Bowls Iced oder Iced Out, wie ich immer sie so schön nenne, mit meinen PRL Red B K14. Ein ähnliches Projekt wie bei dem großen Becken, nur dass ich hier eher gezielt auf andere Farbtendenzen gehe. Ja Leute, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten heißen Favoriten meiner Becken. Das kleinste Becken, wirklich mit der niedrigsten Literzahl. Und ich muss sagen, hier drinnen ist das Wasser einfach nur ein Träumchen, dass sich sogar eine Hydra bildet, wie ihr gerade hier im Bild sehen könnt. Ich hatte noch nie Hydren in irgendwelchen Becken. Sind natürlich auch gefährlich für, oder können gefährlich werden für Babygarnelen. Aber Hydras zeigen auch, dass das Wasser absolut Trinkwasserqualität hat. Hier drin sind immer noch die Tangerine Tiger, also die Hamburger Linie von mir, mit Black Panda und seit neuestem zwei Winfish Red Fancy Tiger, das pro Tier 30 Euro gekostet hat. Und ich habe hiervon zwei Stück drin. Und ich erhoffe mir eine schöne Einkreuzung dadurch und Nachkommen. Und das Wunderbare ist, Leute, die Red Fancy Tiger hat auch schon Eier unter, was sehr, sehr nice ist. Einiges an Nachkommen ist hier schon durchgekommen, also krass auf jeden Fall, wie schnell das ging. Hauptsächlich sind die Tiere eher in den gelblichen Bereich, aber ich denke mal, da das ja schon die F3 ist von der Hamburger Linie, wird die nächste Nachzucht und Co., die dann kommt, endlich mal besondere Kennzeichen und Züge haben. Wir werden jetzt zunächst mal selektieren, weil werden diese Tiere groß, wird es dann doch vielleicht unter Umständen ein wenig zu eng, beziehungsweise werden Tiere vielleicht die Vermehrung oder die Verpaarung einstellen. Ja, so viel erstmal dazu. Jetzt noch viel Spaß mit den letzten entspannten, wunderschönen Bildern. Ich habe hier übrigens Babyspinat gefüttert, einfach kurz überbrüht. Ja, mögen die Garnelen total gerne und ich hoffe, ihr habt das kleine Video enjoyed. Und jetzt kommen wir zur Abmoderation. Ja, meine Lieben, das war das kurze, kleine, knackige Update von dem Becken. Wie ihr seht, hat sich in einem Becken, was am kleinsten ist, irgendwie am meisten getan und was am stabilsten läuft, eine extreme Population entwickelt. Woran das liegt, kann ich euch nicht sagen. Normalerweise sagt man ja, die kleinen Becken sind eher instabil. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich weiß nicht, warum, woran das liegt. Ich habe auch den besten Leitwert und die besten Wasserqualitäten diesen Becken. Man hat es ja auch gesehen an der Hydra. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal eine Yoda-Schnecke einsetzen, um diese Hydra leider loszuwerden, weil die könnte unter Umständen auch kleine Babygarnelen fressen.
fressen, was wir natürlich nicht wollen. Ja, nächster Schritt wird dann sein, so ungefähr in einem Monat, das nächste Update mit der Selektion dann schon der Tiere, da wir natürlich nur die schönsten da drin haben wollen. In diesem Sinne, haut rein, ein schönes Wochenende und bleibt sauber. Ciao, ciao.